Platzsturm plus Aufsteigerfeier. Schalke 04 gegen St. Pauli. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Stadion. In anderthalb Stunden ist Anpfiff. Bin extra ein bisschen früher da. Muss gleich noch Karten abgeben. Gibt nämlich einen coolen Special Guest. Broski ist bei der Feier richtig abgegangen, okay? Ich bin so maximal nervös. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Freunde, lasst ein Like da. Ich bin nächste Woche auch noch in Nürnberg beim Spiel. Hilfe, ich bin so nervös. Aber es wird safe. Ein geiles Spiel. Wir gehen rein. Let's go. 22:30 Pummen. Du bist schon in der Kurve? Was für Ehrenzuschauer. Einfach ein Bier-Donation bekommen. Was für Wacher. Okay, Match-Prediction, ganz schnell. Bruder, das wird ein ganz großes 4-0. Ja, 4-0? 4-0 für Schalke. Ah, 3-0, definitiv. Wir gewinnen heute. Let's go, dann auf Gelsenkirchen, Gelsenkirchen mit Brennen. Ja, okay, Freunde, wir haben the main man getroffen. How we doing? Yeah, this is... Leo. Digga, der Typ ist bei jedem Spiel, ne? Der ist einfach überall. Der ist bei jedem Spiel und der lädt es dann auch immer so direkt hoch. Ich weiß noch, an dem Tag Madrid, also Real gegen City, der hat es einfach irgendeine Stunde später war das Video online. Ich frage mich, wie er das macht. Wie soll das gehen? Digga, der muss es ja cutten und rendern und hochladen. Das muss, ich weiß gar nicht, wie er das macht. Yeah, you can explain where you're from, what you're doing. I've got a YouTube channel. I go lots of English football content, travel a lot around Europe doing matches and stuff. So today, first time at Schalke, very excited, buzzing. I think you're getting promoted today. Yeah. It's a big day. Like, it's a big occasion, isn't it? So I believe a solid 2-0. And I've heard a lot about who's the striker that played for Hamburg? Terodde. Terodde. Two goals. Two goals. And you're going to get promoted. Everyone's on the pitch. It's going to be scenes. Remember that. That's my guy. Thanks for bringing me. Simon's a legend. Subscribe to him as well. Guck mal, was eine Legende. Er macht hier die Bilder. Guter Mann. Geil. Thank you. Thank you. Yeah, you're doing a good job. Let's get in. Yeah, let's get in. Freunde, wir gehen rein. Vamos. Do you know which bucket it is? You have to crop it a bit. Okay. Also er muss gucken, eins von den beiden geht. Wir wissen nicht, welches. Wie viele Zuschauer waren da? Ja, ne? War voll. 62.000. Boah. Wir gehen rein und ich hab so Bock. Vamos! Das ist so geil. Ich finde super geil, dass Corona so langsam wieder runtergeht. Ne? Also man hört nicht mehr hier. Also man hört auch nicht mehr so viel. Klar, es ist noch nicht weg vom Tisch. Aber ich finde es schon cool, dass mittlerweile so Fußballstadien wieder voll sind. Man hat nicht mehr so krass. Ja. Wer macht die Tore? Zweimal Roller, einmal Bilder. Let's go. Freunde, es ist so voll. Oh, you're hyped for the game? This is so nice. Yeah. This is so Freunde, nice. Jetzt wird was sehr Wildes passieren. Denn Theo probiert das erste Mal Currywurst. First time yeah. Currywurst. Yeah, yeah, you will love it. Really, yeah? Yeah, I'm always eating the Currywurst here. Okay, cool. Let's give it a go. Let's go. Wir haben in einer Mannschaft gespielt. Ehrlich jetzt? So Ding. Warte, ich erkenne dich jetzt gar nicht. Wie heißt du denn? Mike. Mike, ey, Grüße. Ist du noch einmal, wenn du im Video drin bist? Ey, Legende, ich hab mit dem einfach in einer Mannschaft gespielt. Oh, wie unangenehm. Freunde, Mike. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber wir haben einfach zusammen bei SV Solingen in einem Team gespielt. Eine Legende. Geil, Alter. Vielen Dank dir. Freunde, Theo hat die Currywurst probiert. Yeah. What do you say? It's a good one. Alter, I don't expect it on my white jumper, but here we go. No front. Ich war, also man muss dazu aber auch sagen, dass die englische Küche echt, das ist meine Meinung, nicht der Burner ist. Also das Frühstück in England, boah, Baked Beans, Toast, was nicht lecker ist. Dann da ihre komische Blutwurst, dann da kommt so ein Spiegelei rauf, dann gibt es da was essen, also ist nicht so, ne, also. So good. Excellent. Okay, so, match prediction, what do you say? 2-0 to... St. Pauli, I'm sorry. 2-0 to St. Pauli? I'm joking. 2-0 Schalke. 2-0, okay. And everyone's on the pitch. It's gonna be scenes, pyro, everything. It's gonna be crazy. Ich sag 3-1. Freunde, es kann sein, dass ich heute scheiße film, aber ich bin so nervös, es ist das wichtigste Spiel der Saison. Ich hab Bock, Junge, es wird geil. Vamos, let's go! Let's go! Freunde, schaut euch das an. Es ist geisteskrank. Nur damit du Bescheid weißt, mit einem Sieg ist Schalke sicher aufgestiegen. Deswegen so wichtig das Spiel. Hallo Medino99, vielen Dank für die Aufklärung. Ich hab das auf dem Schirm gehabt. Danke. Aber trotzdem sehr nett. Danke.
Also nur, ich muss mich hier nicht verstellen. Meiner Meinung nach hört sich die Hymne echt scheiße an. No front an Schalke-Fans. Ich weiß, viele Schalke-Fans, aber ich finde, sie hört sich einfach rein vom Ding her nicht so cool an. Wollte ich mal loswerden. Ne? Das Hertha und so, ja, ihr braucht mich nicht damit kommen, ist auch alles, ist auch scheiße so. Ich sage nur meine Meinung dazu, aber es kann den Schalke-Fans egal sein. Das ist nicht, hört sich nicht so cool an. Aber Kalle hat sich gut erzogen. Nein, ich bin ja kein, ich hab nichts gegen Schalke. Ich hab nichts, man kann ja auch, Digga, guck mal, ich kann ja auch Sachen sagen, ohne dass ich die direkt den ganzen Club fronte. Ich sag nur, dass mir die Hymne nicht so rein vom Musikalischen her nicht gefällt. Ich find's zum Beispiel super, was Schalke so gerissen hat. Die sind abgestiegen, da gibt's viele Vereine, die fallen komplett ins Loch und kommen dann erstmal nicht hoch und sind direkt wieder aufgestiegen. Das ist nicht einfach. Das haben sie super gemacht. Sport nicht super. Musikalisch weiß ich noch nicht. Wie Hamburg, genau. Wie Hamburg zum Beispiel. Hamburg hat es ja auch direkt geschafft. Du hast gerade HSV aufgeschrieben. Digga, ich glaube, da ist Stream habe ich so wenig voller. Ich fronte gerade so viele Vereine. Freunde, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, Alter. Einfach Choreo. Wir müssen das Ding gewinnen. Go! This is insane. The pyro everywhere. The perfect display for promotion. Oh, guck mal da, Ingrid mit einer Krawatte. Pyro everywhere. Ingrid, der sticht dort so sehr, Digga. Die möchte doch nur ihr Spielchen hier angucken. Wird hier von zwei YouTubern die ganze Zeit voll belabert. Super Stimmung, ja, Stimmung ist super. Geht's 1-1, geht's 1-1, geht's 1-1. Ja, super. Genau das sollen meine Außenspieler immer machen. Entweder das, sie sollen ins 1-1 gehen, Chat. Entweder in die Mitte, Abschluss oder außen und dann das Time mit 150 km/h in die Mitte zwiebeln. Und da soll irgendjemand seine Schlappen hinhalten. Ob das ein Gegner ist oder ein Mitspieler. Es wird gefährlich, das Ding. Zack, vorbei, 150 km/h hier auf die 1 oder einfach mal in die Mitte reinkloppen. Oder in den Rückraum rein, zack. Oder du gehst ins 1-1, Abschluss. Genau das möchte ich sehen. Zack, bam. Und rauf. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Was? Zum Oh. Meinung zu Toronto, Weltstürmer, 29 Buletten. Komm mal, weiter geht's. Zeig mir was. In der zweiten Liga. Ja, so stimmt, das habe ich auch gesehen. 57, 57, 57, 57. Digga, das ist so gestört gewesen gestern. Hätte Schalke dieses Spiel verloren, also wirklich, da, was da los gewesen wäre. Bremen 60 Punkte, stimmt, die haben ja gewonnen. Bam. Wir schreiten am Hintergrund. Ey, 0-2, ich krieg hier so Bremen-Flashbacks. Bruder Freisel, Alter. Bruder. Fuck. Freisel. Weeds und Hendrik, darf ich das selbst, du Idiot. Digga, diese Übersteuerung beim Tor. Hä, was macht der Torwart da? Ja.
Ah, das war Hand, ne? There's one back! There's... Yeah! Yeah! Oh, I love it, man! No! Er hat gleich die Reaktion, mein Hand ist. Komm schon! Nein, gleich kommt der Bruch, gleich kommt der Bruch, gleich kommt der Bruch. Am Ende bitte läuft einer mit blauen Elevator-Pulli durch die Kamera selten. Bitte nicht! Bitte nicht! Da kommt der Bruch. Oh. Es zählt einfach nicht. Ich kann nicht mehr. Es zählt einfach nicht. Weiter, weiter, komm schon. Ah, 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 ah. Nein, was ist da los? Boah, wie viele Spielzähne er drin hat. Oh. Mann, das gibt es doch nicht, Alter! Mann! Hertha kann nach dem Spiel noch Relegation kommen, oder? Ja. Stuttgart hat 2-2 gespielt. Wenn Stuttgart das letzte Spiel gegen Köln gewinnt und Hertha gegen Dortmund verliert, ist Stuttgart in der Liga safe, weil Hertha hat das viel schlechtere Torverhältnis. Ey, Mann, Alter! Mann! Hertha fängt an zu rechnen, glaub mir. Die hätten das einfach nur unentschieden spielen müssen gegen Mainz und wären durch. Heim ja, gegen Mainz, wo es um die goldene Ananas steht. Wo es um die goldene Ananas, da brauchen sie sich wundern, Digga. Mal gucken. Wir kochen so krass die Emotionen. Also nicht mal negativ oder so. St. Pauli macht's gut. Ich finde, Schalke macht auch kein schlechtes Spiel. Aber ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel, wo ich jemals war für Schalke. So ein Existenzspiel für den Aufstieg. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Wirklich. Ich hoffe und bete einfach nur, dass es irgendwie noch was wird. Selbst wenn wir das verlieren, ist in Nürnberg immer noch alles drin, wenn wir gewinnen. Aber es wäre so wichtig. Scheiße, Alter. Scheiße. Ja, Halbzeit, Fazit, Ende. Also heute läuft ja echt viel Scheiße, ne? Ich bin einfach in Currywurst getreten. Das ist ja gar nicht geil. 0-4! Zeig's mir. Ey, Elfmeter! Komm schon, Elfmeter! This is why you can't believe. Bitte, 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 bitte! Bitte, bitte! Ich bin aber ehrlich, der Stadionsprecher von Schalke so low. Achte mal gleich beim Tor, okay. Please! Ja, ich muss kommen. Bitte, bitte, bitte. Komm schon, Junge! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Digga, das muss so geil sein, wenn man Profi ist, da so zu zocken. War doch okay, der Stadionsprecher. Schreibt es bitte in den Chat. Was ist das gefährlichste Ergebnis? 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Wenn man das 2-1 macht, hat man gewonnen. Für die neuen Zuschauer 2-0. Es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn die 2-0 in Führung geht. Weil wenn dann eine Mannschaft das 2-1 macht, habt ihr verloren. Weil dann ist es zu Ende. Weil die Mannschaft riecht, dass ihr Angst habt und die Angst lässt euch verstarren. Hätte City nicht das zweite Tor geschossen mit 2 Toren Abstand, hätten sie nicht verloren. Ich sag's immer wieder. Sie hätten nicht in Führung gehen sollen im Rückspiel. Wäre St. Pauli nur 1 in Führung gegangen, wäre auch okay gewesen. Salazar kommt rein. Komm on.
Mann kriegt so einen Push, weil du weißt, du bist wieder da, du sagst es. Salah, ja, Mahrez schuld. Mahrez ist schuld, ja, weil er das Tor geschossen hat. Abseits? Offside, offside, bros. Abseits. Already he made a difference. Das gibt es nicht, scheiße! Nein, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ah. Nee, nee. Weg, weg, weg! Ist aber gut, dass es drin war. Immer wieder ist 0-4. Oh, immer wieder. Immer wieder. Super. Nächste Saison mit Bundesliga noch geiler, mit Schalke, Bremen und vielleicht Hamburg. Das kann gut sein, mein Freund. No front, aber ich finde, ist cooler, wenn Bremen und Schalke in der ersten Liga sind, anstatt, wer ist jetzt abgestiegen, Bielefeld und Fürth. Finde ich besser. Keep the faith, keep the faith. Keep come the on, faith. Komm schon, komm schon. What? Oh! Ja! Boah, wie gut ja! gehalten. You don't make sense. Komm schon. Vielleicht rasten die alle aus, ne? Nachher auf dem Platz, ne? Ah, das ist schon geil. Hast du das Interview von der Rolle gesehen? Von letzter Woche? Ja. Wo er keine Stimme mehr hatte? Also das hätte der ein bisschen besser machen können, der Stadionsprecher. Das 3-2, da könnte man schon ein bisschen mehr abgehen, aber sonst finde ich okay. Aber es ist ganz genau. It's a heart. Rot. Runter. Rot runter. Schalke hat sich den Aufstieg verdient, aber finden die Dortmund-Fans Quatsch, die das gut finden bezüglich des Derbys. Boah, was meinst du? Glaubst du, die Dortmund-Fans würden Schalke lieber in der zweiten Liga sehen als in der ersten? Weil dann, ich glaube, viele Dortmund-Fans finden das auch cool, dass die aufgestiegen sind, damit die da gegeneinander zocken, oder? Ja! Alex, danke für dein Verschenken. Die sind aufgestiegen, die Jungs.
Ja, ich denke auch, dass Dortmund es besser findet. Wo ist die Rivalität? Ja, diskutiert es im Chat. Ich denke, Dortmund findet es, viele Dortmund-Fans finden es gut, dass sie jetzt wieder gegeneinander spielen können. Digga, guckt euch an. Guckt euch an! Bitte nicht springen! Wir kommen zu euch und die Mannschaft feiert mit euch! Pass auf, dass nichts passiert! Aber gleich gehen alle runter, oder? Sturm in einer Woche. Hä, wo war es denn? Es war einmal Frankfurt, Schalke und wer waren die Dritten? Köln? Köln auch, okay. Das ist Kalle bei Bochum. Ja, ist das geil! Ist das geil! Ja! Geil, ist das geil, Alter. Nein! Ja! 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 Liga! Nie mehr! Nie mehr! Nie mehr! Zweite Liga! Nie mehr! Nie mehr! Nie mehr! Simon! Du bist der Beste! Zweite Liga! Da war einer mit Elevator, das habe ich gesehen. Guter Mann hier. Hier ist der Mann. Sehr, sehr gut. Digga, ist sogar auch die Hose. Was ist das für ein Supporter? Den Hoodie hat der Mann sich gepflückt. Und das ist doch auch richtig so, mein Freund. So will ich das sehen. Digga. Guck mal, die nehmen da alle Rasen mit und so. Wie geil. Einen Paris-Trainingsanzug. Wir stehen zum Club aus dem Revier. So komm auf, du musst du Messi, Junge, der Mann! Ist der Mann, Junge! Schalke, Simon! Wir holen uns die Meisterschaft, das wäre doch gelacht! So komm auf, du! So bist du und wir! Hey! Scheiße, Hunde, nur bei 2-0. Hier ist Jefferson Verfahren, Chat. Ja, immer. Ja, immer. Immer. Jeff. Der Echte. Ja! Ja, zweite Liga. Zweite Liga.
Hallo Eli, wie stehst du dazu, dass diese Vlogs aus dem Stadion, ich feiere das nur als Fußballfan, lieber die Handys aus dem Block lassen, wie findest du das? Hallo Ken, ich verstehe deine Nachricht. Ich muss aber dazu sagen, die Diskussion hatte ich auch schon sehr, sehr oft mit so welchen, als ich mal Stadionvlogs gemacht habe. Das Gute ist, zum Beispiel diejenigen, die nicht ins Stadion gehen können, da kann jetzt in dem Fall Broski uns zeigen, wie die Stimmung da war, aus seiner Sicht. Das ist ja auch für uns irgendwo ein Nährwert, weil, oder Nährwert, perfekt, Mehrwert. Also für Schalke-Fans, die vielleicht nicht im Stadion sein konnten, weil so eine Karte zu teuer ist oder weil sie nicht an eine reingekommen können, ist sowas vielleicht auch mal interessant zu sehen. Wenn da jetzt von den 60.000 alle 60.000 Stadionvlog machen, dann ist es vielleicht scheiße, aber wenn da so ein paar drin sind, finde ich das nicht schlimm. Außerdem sind die ja nicht in diesen Ultra-Blogs. Ich glaube, wenn du in diesen Ultra-Fan-Blog drin bist, da wird niemand Stadion-Vlogs machen, aber ich finde das eine coole Sache, Stadion-Vlogs. Super. Guck mal, wie geil diese Aufnahmen hier sind. Die würden wir so nicht bekommen wahrscheinlich. Ja, die Ultras machen das eh nicht, ja, denke ich auch. Also diese komplett, die Schalke 04 sich auf die Stirn tätowiert haben. Guck mal, der erste Mann hat ein Stück Rasen in der Hand. Der Mann hat hier ein Stück Rasen mitgehen lassen. Mich auch, ja, ich weiß. In Köln wurden einfach Sachen im Wert von 100.000 Euro nach der Platzstürmung geklaut. Wie, was wurde da geklaut? Das Tor zum Beispiel. Rasen, Tornetze und Kameras. Echt? Da hat jemand, denke ich, einfach nur geklaut sein. So Tor, Digga. Die haben die Latte und so mitgenommen. Sponsoren werden auch. Okay. Wahrbildschirm? Digga, da hat jemand den scheiß Wahrbildschirm mitgenommen. Was will er damit? Ja! Schalke! Sei mal in Schule! Digga. Der ist deutsche David Alaba. Guck ihn dir an. Was ist das? Pada, danke für den Sub. Digga. Was hier passiert ist, ich werde es niemals vergessen. Ja! 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 Schalke! Ja, Mann, wir sind wieder oben. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Mit der Freundin Antenio. Digga, der hat von der Auswechselbank und so ein scheiß Stück Rasen. Los, ja! Geil. Wow. Krank. Freunde, ich muss es wirklich mal sagen. Mein Papa und Theo gönnt sich jetzt hier noch ein bisschen Eis. Ihr müsst unbedingt auch Theo sein Vlog abchecken. Wirklich einer der nettesten und korrektesten Menschen, die ich bis jetzt getroffen habe. So eine liebe Seele, supportet den. Ich denke mal auch auf englischer Sprache. Das wächst wieder nach. Wenn man seine Videos anschaut, ich bin auch treuer Zuschauer. Und der hat mir vor Wochen mal bei Instagram geschrieben. Der ist wirklich sehr, sehr Zirka, einfach das Tor. Lasst ein Like da bei diesem Vlog, haut da rein und ciao, ciao. Ach, ich folge ihn noch gar nicht auf seinen Twitter-Account. Krasser Vlog-Chat, muss man sagen. So, was da halt echt das Geile ist, sind so diese Kulissen hinter den, was da so hinter passiert. Das finde ich da sehr cool auf jeden Fall. Das bekommt man so nicht mit. Everything has changed. Every day.